Guck mal, du bist der Älteste, glaube ich, von uns. Und du hast, wie Ja. es aussieht, auch am meisten Verstand von uns alle. Guck mal, Ja. wenn Nee, ich dich nee. jetzt frage, glaubst Ja. du, der Koran und Mohammed sind von Was machst du Allah denn hier? Dann geh geschickt? doch in ein muslimisches Land, wo du dann dein Leben ausleben kannst. Was kommst du hier und beleidigst du meine Religion? Wer bist du dann? Geh doch aus Deutschland raus dann. Tu nicht so. Guck mal, versuche nicht irgendwelche Gründe zu finden. Geh doch Ich rede mit raus! Kahraman. Ich rede Warte, mit warte, geh Kahraman. nach Deutschland, geh zu Ich ihr! rede Lass ihn mit mal ausreden, Kahraman. lass ihn mal Nee, du bist ein ausreden, ey. Dasch. Du bist ein Lass Dasch. ihn mal Lüg nicht, ausreden. bin ich Lass ihn nicht. reden. Bin ich nicht, hör auf zu Du lügen. bist ein Dasch. Warte, Bin ich lass ihn nicht, hör auf reden. zu lügen. Entweder Lass möchtest du ihn uns reden. Du auf. weißt, wie viele Frauen vergewaltigt wurden, du kleiner Was Pisser, habe ich denn damit zu du tun? kleiner Du sag nicht kleiner Pisser, Schiebung. du Bist du Hund. Sag nicht kleiner Pisser, du Hund. Flex. Flex. Was habe ich Flex. damit zu Du. tun? Was habe ich Nee, damit nee, zu das finde tun? ich. Das Alles finde ich gut. keine Debatte. Der, wie heißt der? Verrockte oder wie heißt der? Muss ehrlich sagen. Ja, der Das ist finde auch ich keine. gerade, er ist gerade emotional. Ich kann ihn Lack verstehen, weil Flex? das Ja, war okay. Lack Flex, warum küsst du Ja. seine Augen? Ja, Ah, aber dagegen kannst du nichts Dari ist sagen, ne? ehrlich. Dari ist ehrlich zu seiner Religion. Er ist ehrlich zu seiner Religion. Bei dem kannst du nichts sagen, ne, Flex? Er Bei dem bist zeigt du euch ruhig. seine Religion. Er sagt der Wahrheit seine Religion. Warum versteht ihr nicht, Leute? Ja. Kahraman, guck mal, Ja, du ja. bist älter als ich. Ja. Mit dir, ich merke, du bist ruhig, ich kann mit dir vernünftig reden. Guck mal, Bitte schön, wenn, bitte. okay, wenn ich dich jetzt frage, dich persönlich zum Beispiel, Ja. glaubst du, der Koran ist von Allah als Buch geschickt und der Prophet Mohammed ist der letzte Gesandte? Glaubst du das? Das hat nicht mit Glauben zu tun. Werde ich trotzdem das respektieren, weißt du? Ich Nein, aber respektiere deine Meinung. Ich glaube an meinen Glauben und du glaubst auch an deinen Propheten, weißt du? Aber der Unterschied zwischen mir und dir oder meinem Glaube und deine Religion respektiert meine Glaube nicht. Ich bin eine Kafir. Und eine unreine Mensch, ich darf getötet werden. Meine Frau darf versklavt werden. Sag mir nicht nein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Kahraman, Kahraman. Nein, antworte auf meine Frage. Nein, nein, Antworte du auf hast meine auf Frage, meine Dari. Frage nicht geantwortet. Du Ja, hast ich auf habe meine. geantwortet. Ich habe geantwortet. Ich Das muss heißt, nicht an warte deinen mal. Prophet glauben. Aber Okay, ich habe warte mal. Respekt davor. Okay, eine Sekunde. Das Ja. wollte ich doch nur wissen. Du glaubst Ja. nicht daran. Du bist also Nein, aber. de facto ein Ungläubiger, richtig? Du glaubst ja nicht dran. Also bist du ein Ungläubiger oder nicht? Ich bin für dich ein Ungläubiger, Ja, ja. weil du Für nicht an den dich. Koran und Mohammed Ja, glaubst. ja, Und ja. wo Jeder, habe ich dich jetzt jeder, beleidigt? ja, jeder, der an Koran und Mohammed nicht glaubt, er ist ein Das kannst du Kafir mir und er darf bekämpft reinpissen. werden. Das kannst du. Stimmt Wo oder habe ich nicht? dich beleidigt? Du sagst Nein, du selber, hast dass mich du nicht nicht an beleidigt. Koran und Nein, Mohammed nein, 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 glaubst. nein. Ich habe großes Verständnis. Du sagst den Wahrheit und oder zeigst du den wahren Gesicht deiner Religion. Aber habe ich dich jetzt beleidigt? Nein, nein, du hast mich gar nichts beleidigt. Siehst Nein, du? Und genau das nein, meine ich. Ich nein, habe das ist nicht gar keine beleidigt. Beleidigung. Das hat seine Religion ihm beigebracht. Da kannst du, also kann er tausendmal sich entschuldigen, bringt ja nichts. Bruder, guck Dann mal, ist er eine Munafiq, wenn er sich entschuldigt. das heißt, Nein. okay, wir fragen jetzt, ne? Das heißt, Ja. meine muslimischen Brüder, Kerewemen, die sind seit 70, 80 Jahren meine Kerif sind, meine Kerif Ja. sind. Das heißt, die Ja. leben den Islam falsch Die und dieser praktizieren kleine. den Islam nicht zu 100%, aber Und Dari der praktiziert das Kleine hier, vielleicht. der redet jetzt hier so über Ja, den ja, ja, Islam, ja, er zieht ja, den deine Islam Krieg, in deine. Dreck. Nein, 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 hey, Wie du die hast keine Daesh den Ahnung, Islam in Dreck du gezogen hat, hast zieht dieser keine Junge Ahnung den von Islam in Islam Dreck. und du hast keine Ahnung von islamischer Religion, bra. Also Dari ist ein ehrlicher Mensch, er zeigt der wahre Gesicht seiner Religion. Und lass ihn mal weiter zeigen, Leute. Lass ihn doch mal weiter zeigen, Flex. Also ihr solltet nicht einfach wütend werden. Also meiner Meinung nach, ne, Ja. ein Ja. Mensch, ich rede nicht von Religion, ein Mensch, der keinen andere Religion respektiert und zu den anderen sagt, er ist ungläubig, er hat keine Menschlichkeit in sich drinne. Aber seine Religion erlaubt ihn nicht, andere Religionen und Glaubens zu respektieren. Erlaubt ihn nicht. Stimmt das Also oder stimmt das nicht, Dari? Dari, machst du mal dein Mikrofon wieder auf, an ja, oder was sprich. denn? Was sagst Darf du? deine Religion, hat Respekt vor anderen Religionen oder Glaubens? Ne? Kannst du mal antworten? Hallo. Sind wir alle, die nicht Moslem sind, für euch in deiner Religion sind wir Kuffar, oder? Ja, ist doch, Ungläubige. ihr seid schon rein Ja, ja, sprachlich Ungläubige. ja. Du glaubst ja nicht Okay, dran. okay. Für Und Flex bist du unsere auch ein Frauen, Ungläubiger. und ihr dürft, und ihr dürft unsere Frauen Du Hustler, Wallah, du vergewaltigen, bist so ein versklaven Heuchler, unsere ich Männer. schwöre bei Gott. Du bist ein richtiger Munafik, Flex, ja?
Okay, stummt euch mal alle. Ich gebe Ihnen nur ein paar Worte. Stummt euch mal alle ganz kurz. Also ich finde einen Moment oder einen Satz. Ich mag Dari, muss ich ehrlich sagen. Ich mag Dari. Dari ist ein ehrlicher Mensch. Mit dir kann ich vernünftig reden. Leute, habt ihr gemerkt, was für eine Unruhe der Kerl hier reingebracht hat? Bruder, er zieht den Islam in Dreck. Nein, der Islam ist genau das. Das ist der Islam. Das ist der wahre Islam. Was zieht er dem Islam in Dreck? Ja, du hast keine Ahnung, Lo. Eine Sache habe ich heute kennengelernt. Aber das werde ich jetzt nicht aussprechen. Die zweite Sache ist, er ist reingekommen und hat das gesamte jesidische Volk beleidigt. Und da habe ich gesagt, so, hey, warum kommst du mit so einer Intention? Und er hat gleich den Jesidentum angegriffen. Da habe ich gesagt, halt, es geht hier um die Minderheit. Ja, wir reden hier gerade um die Minderheit, die ich unterstütze. Er hat aber das Volk angegriffen. Da habe ich gesagt, hey, hört mal zu, es geht hier gerade um die Minderheit, die ich unterstütze. Er kam rein und war zu laut. Alle, die hier drin sind, die von Anfang an in den Stream drin sind, wissen ganz genau, es war sehr friedlich, bis er hier reinkam. Entweder wollt ihr den wahren Islam, weißt du, kennenlernen, oder wollt ihr nur Munafiqin kennenlernen. Also Dari zeigt ja der wahre Gesicht. Ja, hör mal auf, Dari zeigt der wahre Gesicht. Das heißt, dass Darsch den wahren Islam lebt. Natürlich. Ja, das ist ja. Das hat Dari gerade gesagt. Ja, bring mal Dari wieder hoch, bitte, bring mal Dari wieder hoch. Also Dari. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, aber er hat nichts. Leute, lass mich mal mit ihm diskutieren. Lass mich mal mit ihm debattieren. Welcher Gott sagt, mach Köpfe abschneiden? Welcher Gott sagt, der Allah sagt das. Der Allah sagt das. Er ist rausgegangen. Der Allah befiehlt seine Leute, andere, die nicht Moslem sind, zu töten und zu versklaven. Ja, Bruder. Flex. Kurze Sache, dann gehe ich wieder raus. Flex. Ja, Bruder. Mach den Dari wieder rein, bitte. Ja. Aus dem Grund, ich sag das als Christ, mach den Dari wieder rein. Und jeder Einzelne, der hier in dem Chat ist, okay? Ganz einfache Sachen. Wenn einer etwas behauptet, dann bring bitte ein Zitat, dass 1300 Leute, die hier drin sind, verstehen, um was es hier eigentlich geht. Weil hier wird die ganze Zeit rumgeredet, der eine macht Islam schlecht, der andere verbreitet. Nein, ich mache den Islam nicht schlecht. Ich mache Islam nicht schlecht. Ich rede allgemein. Es werden hier die ganze Zeit Dinge über andere Leute erzählt, über Islam, über Christum, egal was. Wenn einer was zu sagen hat, okay, dann soll einer mit Zitat kommen. Wenn einer sagt, der darf sich nicht entschuldigen, zum Beispiel, weil es im Islam drin steht, dann bringt die Zitate, sodass 1200 Leute, die hier drin sind, ganz klar sehen, steht drin, steht nicht drin, weil das sind alles nur Gelaber. Und diese Gelaber ist Quatsch. Wir brauchen Zitate und Fakten. Deswegen stehe ich. Zitate und Fakten, ich werde dir eine Zitate und Fakten geben. Surat Toba 29. Umurtu an uqatilu nas hatta an yashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ich habe nicht gesagt, dass du falsch liegst. Ich habe gesagt, bring den rein, bring den Didi rein und wenn geredet wird, etc., nicht beleidigen, sprecht mit Zitaten. Und dann kommen wir auch auf eine Lösung, weil es 2.38 Uhr und ich habe keine Lust, mir irgendeinen Fitner anzusehen. Ich will was lernen, also bitte, wir sehen uns. Okay, Bruder, alles gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den wieder reinzubringen, weil der mir, Bruder ist gerade... Flex, glaub mir, bring ihn rein, sag ihm ganz klar, ey, ich bringe dich jetzt hier rein. Die Art und Weise, wie du deine Religion vertrittst, ne? Komm rein, gib mir Verse etc., weil ich denke nicht, dass das, was er tut, wenn er das nicht mit Versen unterschreiben kann, dann labert er nur Quatsch. Weißt du, der soll kommen und mit Versen bringen. Fertig. Er soll Verse bringen und soll nicht beleidigen. Ganz klare Sache. Wenn er sagt, die sind alle Heiden, soll er Vers bringen. Fertig. Das Problem ist, Bruder, der hat schon am Anfang beleidigt, ganz ehrlich. Also, ich weiß, es war frech. Das ist frech. Ich verstehe das. Ich verstehe voll und ganz, dass der Bruder. Bruder, ganz ehrlich, das hat mich sogar extrem sauer gemacht, aber ich muss
zurückhalten. Ich weiß, das war frech, das war, geht nicht, das geht alles nicht. Bring den das rein. Das war nicht, Herr Leute, das Herr war Leute, nicht. Bitte. Ich bitte euch, ich bitte euch. Ihr solltet eins verstehen, Rami. Er steht nicht falsch. Das, was er gesagt hat, das hat, steht in deren Büchern. Und deswegen, seine Religion hat ihm das beigebracht. Und deswegen weißt sollten du. Wir ihn reinlassen. Mach ihn rein. Ja. Mach ihn rein das, und er soll erklären, was seine Religion damit meint. Und dann können die offen und ehrlich darüber reden. Und dann am Ende könnt ihr über Emotionen und so reden. Lass ihn reinkommen und Fakten sprechen. Das, was seine Religion denkt, fertig. Und wenn seine Religion so denkt und er das ausgelegt hat, okay, dann ist das halt so. Und wir als Christen und egal was ihr glaubt und so, wir als Christen, ja. Wir hören uns das an und fertig ist und bilden unser eigenes Ding. Okay, wir werden uns jetzt nicht mit emotionalen Dingen oder mich beleidigt etc. Das alles Quatsch. Wir konzentrieren uns auf Fakten und wenn er reinkommt und sagt, es sind alles Heiden, dann soll er Verse zeigen. Und dann reden wir darüber. Ganz klare Sache. Okay. Ganz klare Sache. Deswegen soll er reinkommen und darüber ganz klar reden, wie ein Mann. Ja, aber der soll die Sieden nicht in den Mund nehmen. Ganz ehrlich, das geht mir. Dann sagt es dem, sag ihm, ey, wenn du reinkommst, ey, greif nicht einfach ein Volk an, weil ich weiß nicht, was mit sie, ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, okay? Aber ein Land, das jetzt zum Beispiel unterdrückt wird, ich weiß nicht, an was die glauben, etc. Ich weiß es wirklich nicht. Aber du kannst nicht alle Menschen verallgemeinern, erste Sache. Und zweitens, zum Thema zu dir jetzt, weil du jetzt immer den Menschen hilfst, den Jesiden hilfst, etc. Guck mal, nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass du keiner anderen Religion nicht helfen kannst. Ich liebe meinen Nächsten so wie mich selber und später auch für meine Feinde. Und wenn der Flex ein Herz dafür hat, für Jesiden und den helfen will und so, dann hilft er denen. Dann hilft er denen nicht, weil die anderen Gott glauben. Dann geht es nur um Menschen. Es geht nur darum, dass der Mensch, dass die Menschen geht. Die Bibel sagt, Jesus sagt, am Tag des Gerichts sagt er, ich nehme euch nicht mit, dann werden Leute fragen, warum nimmt er uns nicht mit, dann wird er sagen, als ich was zu essen wollte, habt ihr mir kein Essen gegeben, als ich was zu trinken wollte, habt ihr mir kein Trinken gegeben. Natürlich kann man sagen, Flex kann auch andere Länder helfen, aber er hat ein Herz für die Jesiden, also muss das jeder ganz normal akzeptieren. Da geht es nicht um Religion, sondern da geht es einfach um den Menschen. Fertig. Okay, bra. Hol den rein und mach das einfach rein faktisch mit Versen und fertig ist. Wenn eine religiöse Moslem ist, also das hat mit Menschlichkeit oder sowas nichts zu tun, weißt du, dann sagt er, praktiziert er seinen Glauben, seine Religion nach das, was der von ihm befohlen ist, Leute. Warum er ist ein gläubiger Moslem, er glaubt an seine Religion. So, also ich gehe jetzt raus. Und Flex, wenn das ist, schreib mir dann, okay? Wie kommt man hier raus? Ja, Bruder, ich küsse dein Herz. Schmeiß mich mal raus, bitte. Okay, Bruder. Alles gut. Oh Mann, Leute, das ist echt schon hart. Also, ich weiß auch nicht, Mann. Also, das war schon scheiße, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt, wenn er noch da ist, dann hole ich ihn hoch. Aber ganz ehrlich, also eigentlich... Dari, komm mal her, Dari, ich will. Aber wir nehmen gerne, ich will gerne. Der kurz hoch wollte und was sagen wollte, dann hole ich den mal hoch. Aber ich sehe den Dari nicht. Dari ist raus, so bestimmt. Der oder doch, da ist er. Der ist ein Dash. Wer? Ja, da kam es dann, hallo. Da kam es dann, an Peshiwanas Wicken. Dari ist ein Dash. Ruster, was kann man denn für dich tun? Wie geht's euch, Jungs? Alles gut? Ja, gut. Und selbst? Muss, danke schon. Ich wollte mal sagen, also ich wollte mit dem Dari reden, weil ich habe mal gehört, dass es gibt einen Muslime, er macht immer live und er war so Scheich gewesen, so immer Koran gelesen, 20 Jahre. Okay. Und mein Schwager, also er kann Arabisch, hat erzählt, dass im Koran sogar steht, dass Jesiden und unsere Religion ist der Erste auf dieser Welt. Auf Nein, stimmt das nicht. Das steht ja nicht. Und nein, steht das nicht. Nein. Das stimmt ja nicht. Es steht da drin, alle, die nicht Ahl al-Kitab sind, die haben nur zwei Wege, entweder Islam anzunehmen oder getötet zu werden. Weißt du? Ja. Und die Ahl al-Kitab sind die Moslem, Christen und Juden. Und für die Christen und Juden
drei Wege haben die: entweder Islam annehmen oder Jizya bezahlen, Steuer. Die, deren Steuer ist, hat nicht mit deutsche Steuer, manchmal, wie die das sagen. Wir bezahlen auch in Deutschland unsere Steuern. Sogar die Deutschen bezahlen auch die Steuern. Aber Jizya von den Ungläubigen anzunehmen, weißt du? Das so, also der Christ muss entweder Jizya nehmen oder Islam, Jizya bezahlen oder Islam annehmen oder getötet zu werden. Weißt du? Ja, ja. Aber die haben Jesiden nicht erwähnt. Nee. Im Koran. Aber guck mal, ich sag euch was, ne? Der Jesid, der Esditum, Esdi, jeder gläubige Mensch, weil wir sind im Mittelalter, wir leben unsere Religion noch so aus wie Bauern. Wir leben noch wie Bauern. Unsere Frauen machen noch ihr Brot wie früher, wie Feuer. Wir leben in wenn ich von dieser Zeit rede, heißt es, Esdi, jeder Mensch auf dieser ganzen Welt. Der Bruder, der ja heute hochkam, Bruder Herz, guck mal, der Bruder, der heute hochkam, habe ich ja klipp und klar gesagt, der hat gesagt, wegen die Spenden für die Esiden. Und da habe ich auch gleich gesagt, ich bin dabei. Ich würde das erstmal alleine machen, um zu gucken, ob das Geld auch bei den Esiden ankommt da unten. Lasst uns diesen Tarif einfach ignorieren. Ist ja, ich egal. Ich will noch eins sagen. Nein, du darfst ihn nicht ignorieren. Du darfst ihn nicht ignorieren. Das ist salafistische Ideologie. Und das ist deren Ideologie, sagt ihn das. Warum willst du ihn ignorieren? Wenn du ihn ignorierst, dann ignorierst du eine Terrorverbreitung. Ja, das Ding ist, dann kommt der Nächste rein, ne, Kadermann? Dann kommt der Nächste, der denkt genau so. Ja. Na, man kann was willst du ignorieren? Wenn du jetzt in einem muslimischen Land wäre, mit dieser Livestream, wurdest du verhaftet und du musstest dich bei islamischer Welt entschuldigen und knie nieder. Vor Dari. Ja. Weißt du? Guck mal, das Ding ist, ich wollte einfach nur, dass er sich entschuldigt, ja, und dass er sagt, hey, okay, das hat er nicht so gemeint. Wenigstens, dass er sich entschuldigt, weil das Ding ist, er ist ein Mann, er soll sich entschuldigen. Wenn man Fehler hat, dann muss man sich entschuldigen. Du, in zwei Ansichten. Entweder entschuldigt er sich von menschlicher Ansichten oder darf er sie nicht entschuldigen in seiner Religionsansicht. Ja. Eins von die beiden soll er wählen. Und wenn er sich entschuldigt, dann ist er kein richtiger Moslem mehr. Dann ist er ein Munafiq. Ist er auch. Ja. Ja, das will ich nicht sagen. Für mich war er ein er praktiziert seine Religion auf das, was von ihm verlangt wird, weißt du? Aber darf er dann einfach andere Religionen beleidigen, oder was? Darf er. In Ansicht seiner Religion darf er, ja, natürlich. Dann ist er selber Wahnsinn. Also wisst ihr, was das Christentum uns lehrt? Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir müssen das Evangelium predigen. Und jeder hat das Ganze, wirklich, du hast dein ganzen Leben Zeit, wirklich den Herrn Jesus Christus anzunehmen, aber hier reinzukommen und gleich zu sagen, ja, aber warum unterstützt du dieses Heidenvolk? Ja. Also ganz ehrlich, das war wirklich das Maximum, wo ich gesagt habe. Weißt du, was meine Glauben sagt? Flex. Ne, also meine Glauben sagt, die Beleidigung. Meine Glauben sagt, تاری کاریکی بیا کی و بگینه جنب پرسات شکاومی و چوبه واری و چدینی. دس بدویت وند و ایمانن هلفن ولست. تو زوس نیخ نخ زاین ناتیونالیتت و زاین ریلیگیون و زاین گلاوبه فراغن. Genau. Weißt du, helf ihn einfach. Genau. Da könnt ihr mal sehen, wie viel Liebe bei uns drin ist, wie viel Menschlichkeit bei uns drin ist. Jeder Mensch, der ein gläubischer Mensch ist. Ich habe ihm zum Beispiel eine Frage gestellt. Dann habe ich gesagt, hey, abgesehen von Esidentum, ich habe gesagt, hey, weißt du was? Okay, alles gut. Okay, dann habe ich ihm nur eine Frage gestellt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du ein Problem damit hast, dass ich esidische Flagge habe, da habe ich gesagt, jetzt frage ich dich. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, würdest du die esidische Flagge, würdest du einen Stream machen und die esidische Flagge im darf Hintergrund machen? Und dann hat er gesagt, darf nein. Er. Also wenn darf ich das nicht mache und die Esiden unterstütze, warum haben die ein Problem damit? Ja, warum haben die ein Problem damit? Ich verstehe das nicht. Ja, die haben ein Problem, weil du eine Kafir bist. Kafir, verstehst du nicht oder was? Warum willst du nicht verstehen? Und die denken, in deren Ansicht, du bist eine Kafir. Meine muslimischen Brüder, die sagen, wir schämen uns für solche Leute.
Ja, aber da sind, du, unter Moslems gibt es auch gute und schlechte Menschen. Man soll nicht alle Moslem unter einen Kamm scheren, weißt du. Aber wenn ein Moslem seine Religion richtig praktizieren möchte, das ist genauso wie Dari. Wie der. Guck Oder noch mal, schlimmer. Mir ist aufgefallen, ich werde jetzt keine Namen nennen. In den anderen Streams, wenn ich reingehe und mir das anschaue, alle haben ein Problem damit. Warum? Weil ein Rasho jesidische Flagge postet. Ich frage mich eigentlich, wo ist das Problem? Die diskutieren jetzt, die glauben, die reden nicht mal über Gott, die reden jetzt nur noch über Rasho und Jesidentum. Warum hat dieser Rasho jesidische Flagge? Hä? Die reden nicht mal über ihr Gott. Ihr Gott haben die vergessen. Die reden nicht mal über Gott. Die haben Gott schon vergessen. Nein, nein, sogar das Wort von Gott gibt es in deren Religion auch nicht, Leute. Die wollen nur, sage ich mal, übersetzen für euch. Wenn die Schahadat sagen, die können nicht sagen, Ashhadu la ilaha illa Gott. Weißt du, allein das erste Wort, was sie sagen, es gibt es keinen Gott oder keine Ilah außer Allah. Nicht deine Gott, nicht meine Buddha, nicht von Buddha, wird nicht akzeptiert und respektiert, weißt du? Araman, was heißt Khoda? Sag mal bitte. Ja, auch da hast du schon gesagt. Er sagt, er kommt aus Bochum. Ja. Aber Bochum sind ja überall Jesiden, da sind ja Ja, 60% uninteressant. Jesiden. Das hat du, der hat nichts Falsches gesagt, Leute. Der hat nichts Falsches gesagt. Warum regt ihr euch Ja, auf? aber man sollte das ja nicht provozieren. Also ich Ja, meine. das ist du, die, das ist also von A bis Z, das ist Provokation dieser Religion gegenüber alle anderen Religionen Das und war Glauben. Corona-Zeit, das war Corona-Zeit. Es gab keinen Friseur, der hat ein bisschen Bart wachsen lassen. Nein, nein, nein. Adji. Es steht in deren Büchern, ein richtiger Moslem darf Bart wachsen lassen Der und ist Schnäuze schneiden, rasieren, genauso wie lustig. Flex. Flex auch, wenn als ich das erste Mal ihn gesehen habe, ich dachte, er ist ein Salafist. Nein. Ja. Aber weil so eine Frisur haben die alle, weißt Karaman, das Lustige Nein. ist, und dann kamen die Jesiden alle hoch und dachten, hä, warum ist die Flagge im Hintergrund mit Ja, so einem ehrlich, so habe ich auch mir Salafisten? gedacht. Hey, Ich dachte, hey, was? aber ich muss eine Sache sagen. Tatsächlich, wo ich diese Flagge hatte, ich habe ja hier so nochmal frisch rasiert gehabt, da kam ein Esidi, der hat, glaube ich, auf Kurmanji gesprochen. Aber ich glaube auch mit ganz viel Angst und hat dann auf andere Sprache, ich glaube, den Bruder gefragt, so, hey, warum hat dieser Rasho, diese esidische Flagge, was will er von uns? Habe ich gesagt, so lange ist alles okay. Ich unterstütze nur die Flagge. Also der hat schon mit viel Angst gesprochen, hat mir gedacht, so, hey, es ist alles gut. Um Himmels Willen. Also man Aber hat schon gemerkt, der hatte schon so. Bart wachsen lassen und Schnurrbart rasieren und Haare auch wachsen lassen, weißt du? Ich kann das wirklich nicht glauben, dass zum Beispiel zu 90% meiner Freunde, auch meine Patenonkel, meine Kiriwa, dass die alle den Islam falsch nehmen und so ein Oh, Blut Tschi trinken. hat die Kriwo Meriva, lo, da kann er lo, Tschi So kann ich, ein komm, kann Kriwo Meriva. Für mich, ich bin Ich habe auch sehr gute, von der ich habe Menschlichkeit. auch sehr gut, ich habe auch sehr gute Freunde, eine Hey, große Kreis von Leute, wie ein Mensch so viel Hass hat. Ich liebe meine Kriwo auch. Ja. Wenn Karaman redet, Bruderherz verrückt, wir müssen alle hören. Wir können nicht dazwischen reden. Wenn er Nein, redet, müssen nein, wir alle. also Ja, ich sage nicht, dass jeder Moslem ein Salafist ist oder ein IS ist oder ein Boko Haram-Mitglied ist oder so. Ich sage aber alle oder alle Moslem-Terroristen sind, nein, aber alle Terroristen mittlerweile sind fast nur Moslem. Weißt du, Gott. außer natürlich, außer die Terroristen, sage ich mal, was in andere Länder, sage ich mal, wie die Mafiosi in Mexiko oder in Kuba oder wie heißt das, in diese Lateinamerikaner, Südamerika. da was, ja, Südamerika oder so, Hey, aber weißt soll ich ganz ehrlich sein? Die ganzen Kartellmitglieder, die in Mexiko sind, das sind alles Christen. Das darf du. man Ja. auch nicht vergessen. Ja, aber die sind kein Terroristen, das sind Mafiosi.
Keine Terroristen, die sind Mafiosi, weißt du? Es gibt Unterschied zwischen Mafiosi und Terroristen. Also Terroristen sind viel gefährlicher als Mafiosi. Ja, ich weiß nicht. Warum ich so sage, Karaman Bre? Ich sage so, weil meine muslimischen Brüder, die sind immer liebevoll zu mir, sind immer menschlich mit dir, aber sowas habe ich noch nie gehört, Bruder. Ja, also ich meine, um Himmels Willen, ich wollte nur, dass er sich entschuldigt, aber ist egal, hat sich jetzt auch erledigt. Nein. Das heißt, der Daesh lebt den Islam richtig aus, oder was? Also ich erwarte von ihm gar keine Entschuldigung. Er praktiziert seine Religion 1:1, glaube ich, und er ist ein richtiger Moslem und mehr will ich dazu nicht sagen, weißt du. Ja. Er hatte gedacht, dass das so eskaliert, ne? Wir hatten ja hier einen, der eigentlich anfangen wollte zu erzählen, was er 2014 erlebt hat, und dann ist das so nach hinten losgegangen. Ja, diese Geschichten, ich bitte euch, hört ihr auf, auch diese Geschichten weiter. Also ich will sowas nicht hören, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe genug gehört und ich kann nicht mehr ertragen, solche Leid zu hören. Na, wir wissen, was unserem Volk zugestoßen ist und wir wissen, von welcher Religion und welcher Ideologie kam das. Und wir haben auch darüber gelesen und steht alles drin. Weißt du. Aber Karaman, warum ist das so laut? Ganz gut. Wer ist das? Assalamu alaikum. Bei dir ist es zu laut. Charlie Abashin. Baschen, tschau. Hallo Abashin. Was können wir für dich tun, Dina? Wegen was passiert das? Und seit Schittachem, na? Na. Was hat er gesagt? Kannst du ihn rausschmeißen? Kannst du ihn, diese Heuchler, rausschmeißen? Ja, bitte. Ja. Alles gut. Gut, was hat er gesagt? Er labert nur Scheiße, er will rumschleimen, weißt du. Er wollte mir was vorbringen, aber er sagt, ja. Wissen, was hier los ist. Aber Karaman, noch mal ganz kurz wegen dem Thema 2014. Wir haben hier trotzdem Geschwister, die gerne darüber sprechen möchten, ne? Also ich will ungern diese und da das hören, muss ich sagen. Weißt du, was ich meine, Karaman? Da können wir jetzt nicht sagen, halt, stopp, wir wollen jetzt nicht über dieses Thema gerade reden, weißt du? Wir haben dafür ein offenes Herz, ne? Und wir lassen okay, wenn ihr möchtet, also 2015 wollte ich nach Irak fliegen, aber dürfte von meinen Eltern nicht. Ganz kurz, Leute, lasst uns mal den Frag mich mal kurz fragen, wer das ist. Frag mich, wer bist du, wenn ich fragen darf? Beispielsweise, was ist deine Intention, weil du jetzt hier eine Anfrage gestellt hast? Ja, genau, ich hatte eine Anfrage gestellt. Ich bin selber Kurde und Jeside. Du bist Kurde und Jeside? Ja. Okay, und, das heißt? Das ist eine Meinung. Lass ihn mal aussprechen, bitte. Weil Kurden, patriotische Kurden sind auch unsere Brüder, patriotische Kurden hier. Ich habe eine YPG-Flagge. Ich bin selber aus Afrin. Das, was der Karaman redet und geredet hat, ist genau richtig, was der gesagt hat. Dieser Junge ist einfach so in dem Kopf eingeschmiert worden, dass der kein anderes Wort reden kann, Danke zu sagen, entschuldigen zu sagen oder sonst irgendwas. Ja. Yeah. Also ich hör die Geschichte jetzt ganz Zeit schon mit. Natürlich, mir geht es auch zu nah, was der halt natürlich auch gesagt hat. Der Verwirrung, der sich aufgeregt hat, ist auch rechtfertigend. Ja. Aber das ist nicht der einzige. Also es sind mehrere. Gibt es viele von den Leuten, ja. Und die sind selber aus dem eigenen Kopf nicht anderes, wie der Karaman sagt, Allah. Mehr ist das nicht. Es gibt nichts für die. Für uns Jesiden gibt es die Christen, die Juden, das ist alles eins fast. Ja, wir akzeptieren jede Religion. Nur der Islam akzeptiert keine anderen Religion. Aber weißt du, was ich trotzdem hinzufügen muss? Du hast recht. Also, wenn wir in deren Schriften reingehen, Harlin, ich küsse dein Herz, Bruder, Lagos, ich küsse auch dein Herz. Wenn ich mir die Schriften anschaue, du hast recht. Ich meine,
Ich mache auch sehr viel Islam-Content auch und gleichzeitig, wie gesagt, spreche ich über das Evangelium, um meine Brüder und Geschwister aufzuklären. Milan, ich küsse dein Herz. Wenn ich mir die ganze Geschichte so anschaue, auch sein Verhalten, ja, das passt eins zu eins zusammen, ne? Und ich wollte einfach nur weiterhin respektvoll mit ihm sein und ich habe ihn einfach nur von meiner Sicht aus dann gesagt, so hey, tu mir einen Gefallen, du hast gerade das Volk hier hinter dir, was ich hier angesprochen habe und was ich unterstütze, hast du beleidigt. Und da wollte ich einfach nur, dass er sein Wort wieder zurücknimmt, weil das haben viele hier ganz falsch aufgegriffen. Ich wollte nur, dass er einfach sagt, hey, ich nehme das Wort zurück. Sagen wir mal im schlimmsten Fall, okay, der hat das nicht so gemeint. Wenigstens, dass er sagt, er hat das nicht so gemeint. Das hätte schon gereicht. Aber er hat wirklich zu seinem Wort gehalten und wollte das gar nicht sagen. Da habe ich mir gedacht, so, alles klar, okay. Also hat er ein Problem damit, dass ich diese Flagge hier unterstütze. Aber mir ist auch aufgefallen, das geht ja auch schon in TikTok rum, ja, aber von der anderen Seite, die haben alle ein Problem damit, dass ich Islam unterstütze. Ich frage mich die ganze Zeit, warum? Bruder, ich stehe immer hinter dir. Wer dich anmacht, ich stehe vor dir. Und wer dich anmacht, ich stehe hinter dir. Und wenn die Eier haben, sollen die dich angreifen. Wenn die Eier haben, sollen die vor meine Haustür kommen. Und dieser Dari ist für mich ein Jahil. Und ich bin sehr traurig gerade. Daesh. Alles gut, ich bin sehr enttäuscht, wirklich. Dass so einer, er nennt sich Moslem, aber er sagt, das ist mein Glaube. Ich kenne mich nicht so gut mit dem Islam aus, ne? Ich habe nur friedliche Menschen um mich herum, die Frieden in ihr Herzen haben und die respektieren, wie ich bin, die respektieren. Ja, sie sind keine wahre Moslem. Bruder, okay. Ja, aber nein, Bruder, sie sind keine wahre Moslem. Aber Karaman redet, Leute, ich sag euch eine Sache. Wenn Karaman redet, alle ruhig. Ich sag euch ehrlich. Nein, aber kommt der mit seine Kinder. Also ich habe auch ganz liebe Kerif, ich habe auch ganz liebe Kerif, ganz liebe Freunde selber, die selber behaupten auch, die können den islamische Religion nicht praktizieren zu 100%, sonst werden die mit mir nicht reden, werden die mich nicht mehr begrüßen, werden die mir nicht mal Hallo sagen, weißt du? Hey Leute, lies mal, befasse euch ein bisschen mit deren Bücher, lies mal ein bisschen. Dann wird ihr sehen den Schreck. Du meinst auch die Hadiths, ne? Hadith natürlich, Hadith ohne Hadith geht nicht, Sahih al-Bukhari. Nach Koran kommt Sahih al-Bukhari. Und wer an Sahih al-Bukhari ist. Was ist mit dieser eine junge Karaman? Der war hier, ne? Da war ein Junge. Karaman, da war ein Junge hier bei Flex, ne? Er hat gesagt, ich akzeptiere nicht. Die haben gesagt, die nennen ihn Koranite, auf einmal Koranite. Er akzeptiert keine Hadith, hat er gesagt. Aber er hat das Gegenteil von den Kindern gesagt, Bruder. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil viele Leute haben, die sich gut befasst mit Ahadith und die können von Ahadith nicht mehr, sage ich mal, sich verteidigen. Und dann sagen die, wir sind Koraniten oder weiß ich nicht was. Na, ich will ein Wort von Koran da sehen. Aber, ein Koran ohne Hadith, ohne Tafsir ist keine Koran. Das musst du auch verstehen. Ja. Also Wahnsinn. Wenn jemand. Dabei das Ding ist, wenn du in die Überlieferung. Wenn ein Muslime nur nach dem Koran geht und nicht nach den Hadithen, wie dieser Junge, der bei Flex war, dann ist es doch friedlich, Bruder. Wieso? Was ist der Unterschied zwischen Koran und Hadith? Also Hadith und Tafsir Beispiel, ist das ist ja, was sagt man, genau das, was im Koran steht, erklärt dir das, was das bedeutet und was die da behaupten. Aber vielleicht hast du falsch gesagt. Nein, da steht drin 1:1. Was falsch? Wenn jemand rumschleimt, also ich habe oft auch solche Leute gehabt, ne, die sagen, nein, so meint er nicht. Von jedem Wort kann man 40 Worte rauskriegen. Wie? Von einem Wort 40 Worte oder 40 Bedeutungen rausholen. Aber Tafsire sind die Erklärungen. Darf man nicht vergessen. Tafsire sind die Erklärungen. Ja. Hadithe, wie gesagt, da geht es ja auch. Hadithe sind die Geschichten von der Propheten und seines Sahaba. Genau, ja. Richtig. Ja. Genau. Amo, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Also ja, derjenige, der richtig Erfahrung hat
und sich mit diesen Themen auseinandersetzt und gesetzt hat, ist der Kahraman. Ich verfolge seine Videos. Ich weiß, und der hat alles, was der jetzt erzählt hat, Flex, der hat recht. Ja, der hat wirklich recht, Herr. Ja, der Kahraman ist Maschine. Der redet nicht einfach so, wie der denkt, sondern er hat schon gelesen. Bra. Kahraman, du redest original wie der Dings, wie heißt der? Ex-Muslim. Wie heißt der? Ja, und also so wie er ist Profi, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe großen Respekt vor ihm. Also er ist ein Profi. Also gegen ihn werde ich nicht ankommen, gar nichts. Nein. Er ist ein Profi. Du darfst nicht vergessen, ich mache auch dieselben Aufklärungen, aber andere. Auf andere Art und Weise. Auf andere Art und Weise. Mir ist einfach wichtig, dass ich als Mensch von der Allgemeinheit akzeptiert werde. Das ist mir wichtig. Aber jetzt ist ja die Frage. Aber die akzeptieren mich nicht, Bruder. Die akzeptieren mich. Ich werde von morgens bis abends hier von TikTok beleidigt. Ich werde von morgens bis abends beleidigt. Weißt du, bra. Guck mal, Weihnachten, die verfluchen Weihnachten, das sind 2-3 heilige Tage für unsere christlichen Brüder. Und unsere christlichen Brüder, die erwarten auch von dir, dass die mal auch beglückwünscht auch zeigen, weißt du, nein. Die sagen, das Christmas ist eine Kaffir und wer das feiert, ist auch eine Kaffir, das ist eine Sünde, das darf nicht gefeiert werden. Aber wenn deren Ramadan kommt, dann wir sagen hier, Leute, wir wünschen alle unsere muslimischen Brüder alles Gute zu deren Zuckerfest oder Ramadan und dies und jenes, weißt du. Das Problem, die zeigen nicht das Gegenrespekt, die dürfen auch nicht zeigen, weil deren Religion hat die das beigebracht. Du darfst ganz kurz. Ruster und frag mich, ist das okay, wenn ich 2 neue hochhole? Weil ich glaube, es wollen noch ein paar Leute hoch, das wäre nicht schlecht. Dann hole ich nochmal 2 neue. Ich wollte vor eben dir sagen, Flex, ich habe eine Beschwerde bei dir. Manchmal, du lässt manchmal einige Leute stundenlang bei dir, ohne dass sie ein Wort auch sagen, weißt du, und warten die viele Leute. Die wollen auch gerne mal hochkommen. Kahraman, tut mir leid. Ja. Beim ersten Mal würde mir das passieren. Warte, nimmst du meine Entschuldigung an? Ja oder nein? Aber gerne, du bist mein Bruder und ich entschuldige mich auch bei dir, Bruder, wenn ich dich verletzt habe. Okay. Flex, ja, dann bedanke ich mich erstmal. Ja, Bruder. Ich bin Afrika rangehen. Alles gut. Slava Juaraji. Vielen Dank für deine Mühe. Ja, kein Problem, Bruder. Ich küsse dein Herz. Darf ich mal ein paar Worte auf Kurdisch erzählen? Nur ein Satz. اف كردك ومردكيك وخوكن مسلمان الفيدري وتن خبر اجمردين باشي وقتاك وستيم جموا يعني از لايفي خوف كردي وكم از ربي واتسري ودادريخم بجم بلا خوش وفاكر يس حتى مشكورنا بالمانا بأدب وعقل روجن بري قودي سر وفاكر ما بعقل بن تمام كفو Das hat sich angehört, als würdest du ein Jutsu anwenden, ein verbotenes Jutsu. Nein. Da, hier sind einige meine Gegner. Ich sage, Leute, ich bin hier bei Bruder Flex. Wir reden auf Deutsch und nicht auf Kurdisch. Und wenn ihr mich nicht in Ruhe lässt, dann fange ich wieder mit meinem Livestream an und werde ich euch wieder durchdrehen lassen. Hört ihr auf jetzt. Ja, alles gut. Ich küsse doch dein Herz. Weil die beleidigen mich ganze Zeit, weißt du. Auf Kurdisch. Nein, alles. Keiner beleidigt bitte hier drinnen. Bitte. Keine Beleidigung hier drinnen. Ne? Aber ich verstehe nicht, guck mal, jetzt ohne Spaß, Kahraman. Ich verstehe nicht, warum die dich beleidigen, obwohl dieser junge Dari ist gerade hochgekommen, hat genau das gesagt, was du gesagt hast. Ich habe großen Respekt vor Dari, muss ich ehrlich sagen. Weil Dari praktiziert seinen Glauben, also das, was von ihm verlangt wird, macht er und sagt er das. Also deswegen habe ich großes Verständnis vor ihm. Genau solche Leute braucht ihr, Leute. Ja.
Ja, damit den wahren Islam, alle, die Islam nicht kennen, damit durch solche Leute wirst du den wahren Islam kennenlernen. Ja. Aber das ist echt traurig, Bruder. Ich habe das zum ersten Mal heute richtig gehört. Ja, aber ist deine Zeit ist auch gekommen, ne? Wo ich den gehört habe, was der da von sich gibt. Also, sorry, also, Das naja. ist einfach, das ist einfach ein kleiner Salafist. Mehr Wie ist viel das nicht. Moslem bis jetzt haben die euch, sage ich mal, frohe Weihnachten euch gesagt oder geschrieben an euch Christen? Also Also geschrieben 0,0. ich habe selber eine Video auf meine Muttersprache gepostet und habe ich gratuliert die Weihnachten von meinen christlichen Brüdern. Na, Sehr schön. Ich auch. da wirst du von 99,9 Moslems sowas nicht sehen. Aber das Ey, dürfen sie auch eigentlich gar nicht. Leute, ich mache das offiziell. An meine ganzen Brüder hier drinne und die Geschwister, frohe Weihnachten. Frohe Alle Weihnachten. ein Frohe Herzchen bitte Weihnachten. in den Chat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Guck mal, ich habe auch ein Kreuz bei mir zu Halleluja. Hause. Ich habe auch ein Sehr Kreuz schön. bei mir zu Hause. Frag mich, Ich ich küsse dich, habe Bruder. Jesus Christus. Warte mal, ich zeige euch mal. Jetzt kommt's, Karaman. Mach mal meine Bild. Kennst du meine Bild vergrößern? Ja, mach ich, Bruderherz, warte. Warte, Wünsche hier. auch allen Christen ein frohes So. Weihnachten. Das Oh, ist. danke, danke. Oh, ich Mascha. küsse doch sein Herz. Ich Oh. küsse doch sein Herz, Weißt Mann. du? Und das habe ich auch hier, das habe ich auch bei mir. Weißt du? Jetzt Nein. Ja. Flex, Flex. Jetzt Ja. sag mir, welche andere Religion würde sowas machen? Keiner. Wer? Keiner. Karaman, dein Shirt Weißt ist ja schön. du? Ha? Karaman, Mann, Dein ich küsse dein T-Shirt. Herz. Ich küsse Danke. Danke, danke. Ich küsse auch dein deine Herz und deine Leber. Herz. Damit du Aber nicht weißt du, wieder. was ich zuerst mache? Ich küsse die Ja. Herzen. Ich küsse die Herzen von euren Müttern. Ich meine das ernst. Ich Danke. küsse doch eure Herzen, Mann. Wirklich. Ich küsse dein Herz. Besser kann ich es gar nicht Hey, sagen. in Heimat auch, ja, in was Heimat gibt es? auch. Wir haben Karaman, immer. ich küsse Was dein gibt es Herz. denn besser, Danke, wie danke, wenn Bro. alle sich so verstehen? Oder als ich in Heimat in Russland war, ich war auch immer hier Ja, katholisch. sehr gut. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Was für eine Liebe, Leute. Guck mal, wie schön dieser Stream ist, Leute. Mit Ja. sehr viel Respekt, mit Ja, sehr das viel meine ich Eins doch. musst du, Das eins habe ich darfst du verstanden nicht gerade. vergessen. Eins darfst du nicht vergessen. Bevor Islam Ja. kam, in Mekka gab es viele Religionen. Nachdem Ja. kam der Islam, hat alle vernichtet und alle islamisiert durch den Schwert. Ja. Weißt du? In Mekka und Medina gab es Juden, gab es Christen, gab es andere Religionsarten, weißt du? Nachdem kam Mohammed, der Prophet Mohammed mit seinen Leuten, hatte durch Schwert alle vernichtet und islamisiert. Und Wahnsinn. vertrieben der. Ja. Oh. Ja. Bougie, genau so sieht das aus. Aber ey, ich mache mich Aber ganz kurz groß. Ich muss was an die Ja, mach das. jesidische Community sagen. An die jesidische Community, hört zu, Leute, ich muss euch was sagen. Leute, Chawani Bashi. Und jetzt müssen alle sagen, Bash Bash. Kommt schon. Ambaschen, Chawani Bashi, meine Brüder. Ambaschen. Pass. Ehrenmann. Irgendwann kannst du das. Ich küsse doch eure Herzen, Mann. Beste Rasche der Ich Welt. küsse doch eure Lex, wo aus Herzen. Deutschland bist du, Bruder? Ja? Wer? Woher kommst du aus? Also, wo in Deutschland wohnst du, Bruder? Wenn ich fragen darf. Ich, Bruder, ich bin Frag überall. mich, Ich frag schreibe mich. dir. Ich schreibe dir. Sag da mal, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja. Braucht keiner hier Beste Rasche wissen, der Welt. Ich grüße euch von Kiel, ja? Kiel. Ja, wer Kiel was eine gegen Woche meine weit. Religion hat, ist für mich ein Unmensch. Wer andere Hautfarben nicht akzeptiert, ist für mich kein Mensch. Wer Ja. nicht einen anderen Menschen akzeptiert, egal welche Religion, glaubt für mich an das Böse. Fertig aus. Ja, Bruder. Alles gut. Fertig aus, Mickey Maus. Fertig aus, Mickey Maus. Karaman, Eyvallah. Gel ki hoşke, gel ki hoşke, her bir şey. Ja.
Nee, Leute, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Stream. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir überhaupt noch weitermachen? Sollen wir noch mit den anderen Leuten? Also, wenn du müde bist, geh ins Bett. Am besten. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen wach, aber ich würde noch mal noch andere zwei hochholen, wenn meine Brüder da oben nicht böse auf mich sind, wenn ich das machen darf. Geht Nein, das? Alles gut, gerne. Kein Problem. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Schönen frohe Weihnachten und noch gute Rutsch ins neues Jahr. Ja, Bruder, ich küsse eure Herzen bei euch. Ciao, Bruder, ich küsse eure Herzen. Ins Rücken live bleiben, weil alle haben morgen frei. Ja, ich ja, meine, weiß. Frag mich, ist schon selber rausgegangen. Okay. Adamann, hast du einen Weihnachtsbaum zu Hause? Ich habe im Restaurant viele Weihnachtsbäume. Jetzt hole ich mal zwei Leute hoch. Unten, bei mir unten habe ich viele. Ich muss gucken, wer alles noch nicht hier oben war. Wer ist denn noch da? Oh, Verrückter, hast du dich umgezogen? Ja. Hat er denn ja Pagafelage auch? So, jetzt haben wir zwei Leute, die joinen möchten. Menschen, die meine Religion retten, Menschen, die sich für mich einsetzen, Menschen, die sich für meine Zamani Kurdi einsetzen. Diese Menschen supporte ich von bis Ende, bis ich sterbe. Wie ein Flex. Was die über Islam oder so, ich habe davon gar keine Ahnung, weil ich darf eigentlich nicht über andere Religionen sprechen. Versteht ihr, Leute? Aber wenn einer kommt, meine Religion beleidigt. Ich war ganz Zeit hier unten, ich habe ganz Zeit zugehört, aber ich konnte nicht mehr aushalten, weißt du? Ja. Wenn jemand einfach meine Religion beleidigt, er beleidigt nicht die Religion, er beleidigt die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit. Das ist noch zu weit vorhin, das stimmt. Leute, wenn ihr solche Debatten habt, muss ihr mal dicke Fell haben, ne? Also, sage ich mal, durchzudrehen so schnell, das geht ja nicht. Ja, alles gut, solange wir einfach in der Liebe bleiben, Leute. Das Durchdrehen, das klären wir dann privat. Ja, Moonlight. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Moonlight, schön, frohe Weihnachten. Erstmal vielen lieben Dank, lieber Flex, dass Sie mich angenommen haben. Und zweitens wünsche ich Ihnen alles Gute und frohe Weihnachten. Dankeschön. Ich bin auch Jesiden und was ich noch erklären möchte, wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben können. Sag einfach du, duz mich, sag nicht Sie, duz mich einfach, alles gut. Ja, also. Erstes Mal, bevor ich Sie kam, habe ich Ihnen gefolgt. Danke. Zweitens, was ich noch erzählen möchte über den Typ, der hoch war. Wenn ihr sagt, die Jesiden und Christians beide Kuffar sind, warum sie haben nach Europa gekommen oder nach alle anderen Länder, wo die Christen sind? Warum habt ihr nach Saudi-Arabien nicht gegangen sind. Ja. Dieser Punkt wollte ich nur erklären. Saudi-Arabien nimmt keine Flüchtlinge auf. Danke für deinen sehr wichtigen Punkt. Ja. Ich möchte mehr nicht darüber erzählen. Wir haben oft diese Frage gestellt, mein Bester. Das Problem, die sagen Ardullahi wasi'a. Der ganze Welt gehört Allah. Aber in Mekka darf keiner in Mekka den Boden betreten, wenn er kein Moslem ist. Wenn Ardullahi wasi' ist, warum darf ich den Boden in Mekka nicht betreten? Hey, das ist auch. Hey, aber du hast gerade einen Punkt genannt, das ist sehr interessant. Leute, ist euch mal aufgefallen, Leute, wenn ihr in die Kirche geht, jeder darf in die Kirche rein. Ja. Aber in der Mekka darfst du nicht rein. Das heißt also, du musst Moslem sein. Er hat einen Punkt genannt, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Ja. Das ist krass. Das heißt also, alle dürfen in die Kirche gehen, egal wer,
Aber in der Mekka, wenn du Christ bist, wenn du Christ bist, du darfst da gar nicht rein. Du musst entweder die Schahada kennen oder diese fünf Säulen, was auch immer, und dann kommst du rein. Das Geile war ein Mann, Mullah, Flex. Viele kennen ihn, Mullah Abdullah. Er lebt in Türkei. Er hat Tag und Nacht europäische Länder verflucht. Und irgendwann haben wir gesehen, dass er nach Schweiz der Asyl beantragt hat. Und er will in Schweiz leben. Und dann haben die irgendwann seine Asylanfrage nicht angenommen. Musste er wieder zurück nach seine Heimat. Einfach ihn nach Heimat wieder schicken. Und dann im Flughafen sagt er: So, meine Damen und Herren, in den Kuffar-Länder wollt ihr nicht leben. Alle meine muslimischen Brüder sollen die mir auch nachfolgen, na, den Kuffar-Länder verlassen. Weißt du, wer ist hinter ihnen gegangen? Jetzt Null, 0,0. Keiner hat ihnen zugehört. Weißt du? Alle sagten: Nee, Wahnsinn. keiner wollte diese Kofar-Länder verlassen. Nichts kann ich Und nach Mosul. sprechen. Ja, darfst du, bitteschön. Ja. Ja, frohe Weihnachten. Ich habe früher in Deutschland gelebt. Jetzt kann ich nicht so gut Deutsch. Okay. Wo lebst du Denn jetzt? Wo lebst du jetzt? ich wohne in Belgien und ich spreche Niederlands und dann ist bitte so ein bisschen Mix. Kein Ja. Problem. Wo Ja. aus Belgien kommst du? Ich komme aus Belgien, so kleine Stadt Eeklo. Ich habe früher in Hannover gewohnt. Nicht aus. Okay, Bru verstehe. Bruggen, Gent, zwischen Bruggen und Gent. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Kosovo. Kosovo-Albaner. Ich habe viele Freunde in Hannover, Kurde, Jeside. Ich habe Ja. niemals Probleme gehabt. Ich habe hier Ja. auch Freunde. Hört ja gut Ja. zu. Ein Muslim, der keinen Respekt von anderen hat, er ist kein Muslim. Das soll er vergessen. Hast du den Koran gelesen, Mohammed? Ich habe das nicht gelesen. Ja, Ich und habe woher das nicht weißt du das? gelesen. Warum willst du behaupten, wenn der Moslem keinen Respekt vor anderen Religionen hat, ist er kein Moslem. Ist Und wenn, so. Wenn ein Christen hat keinen Respekt von anderen, er ist auch kein Christ. Skanderbeg, gegen wem hat er gekämpft? Kannst du mir sagen? Ja. Skanderbeg hat gekämpft. Erste Mal, die haben in Türkei genommen. Er hat gekämpft Er ist gegen gegen Christen. Islamische Herrscher hat er gekämpft, Ja, stimmt oder aber nicht? was? Der erste Ja, Mal, erste Mal, die haben. warte Bruder, und deine kosovo-albanische Flagge, was Ja. steht drauf? Was steht drauf? Was steht? Ja, der Adler mit Ja, zwei Köpfe. Kosovo hat eine Was andere bedeutet Flagge. die Flagge? Was bedeutet die Flagge? Da ist ein Kosovo-albanische Flagge. Skanderbeg. Skanderbeg, diese Flagge wurde gegründet gegen die Islamisierung des Kosovo, Albanien und Balkan. Stimmt oder nicht? Da weiß ich nicht. Ja, Ich kann ja nicht dann befasse lügen. dich mal mit deiner History deines Landes und deines Ja, Volks. Dann guck wirst du mal. wissen, dass du von Kern kein Ja. Moslem warst. Du bist islamisiert. Du wurdest islamisiert. Dein Land wurde gezwungen, dein Land und dein Volk, den Islam anzunehmen durch die Osmanen. Weißt du? Und Nein, wenn das du die stimmt Geschichte. nicht. Das Doch, stimmt stimmt nicht. das da. Nein, Okay, nein. wenn das nicht. Lies mal die Geschichte von Kosovo-Albanien und dann morgen oder nächste Woche oder in ein Jahr, wir können wieder hier bei Flex uns treffen. Und wenn ich nicht der Wahrheit sage, dann werde ich den Islam annehmen. Ist das Dann musst du eine. nehmen. Du musst Ist nicht das. von mir Weißt du nehmen. was? Weißt du Ja, was, Mohammed? also. Mohammed, weißt du Ja. was? Wenn Karaman lügt, was er Ja. sagt, ich werde sofort in die nächste Jahr in Selfie. Sofort. Ja, Bruder Also Skanderbeg ich muss auch. gehen. Sofort. Ja. Wenn Karaman lügt, Sofort. sofort ich werde Selfie.
Ich sage nicht. Nein, ich werde auf seine Hand den Islam annehmen, wenn Karaman, ich juge. Karaman, ich sage, Bruder, ich sage nicht. Ich habe auch viele kosovo-albanische Brüder gehabt, okay. Und wir haben oft. Ich glaube dir, ich sage nicht, dass und du Mohammed, lügst. Bruder Mohammed, weißt du, wie viele Kosovo-Albaner haben die den Islam mittlerweile verlassen? Sehr viele. Ich weiß. Ja. Okay. Warte mal, Mohammed, ja. Du bist ja Albaner, oder? Ja, von Kosovo. Von wo bist du Albaner? Von wo? Von Kosovo. Kosovo, von welcher Ortschaft? Was bitte? Von welcher Ortschaft in Kosovo? Ich verstehe dich nicht, Ortschaft. Ich bin von der Stadt Bea. Bea. Ja. Bea. Ich weiß von wo. Ja. Guck mal, Flex. Erste Urlo, wie hat gemacht? Muslimen? Was meinst du, erste Urlo? Erste Krieg. Wie hat gemacht? Weltkrieg meint er. Meinst du Weltkrieg? Ja. Weltkrieg. Ja. Haben die irgendwie Kreuz in der Hand gehabt und haben die Weltkrieg angefangen? Okay. Im Namen des Jesus? Zweite, wie hat das gemacht? Okay, eine Frage. Okay, nur zwei Minuten, Bruder, nur zwei Minuten. Wie hat 1,7 Millionen Mohammed, in Kongo Mohammed, afrikanische Menschen getötet? Mohammed. Erster Weltkrieg wurde in Balkan durch Osmanen, Karaman, haben die euch alle eingerichtet. Karaman, weißt du? Genau. 100%. Ja, Karaman, ja siehst du, das war die erste Weltkrieg. Bruder, lass mich mal mit dir reden, Bruder. Bitte. Du kannst gleich, warte, ich muss kurz was einstellen und dann rede ich mit ihm ganz, ganz kurz und dann mache ich die Dinger wieder aus. Moment, die Zeit. Ganz 400 kurz. Jahre haben die Osmanen euch besetzt, Mohammed. Ja, 500. Okay, Mohammed. Ja. Eine Frage stelle ich dir. Ja. Und wenn du mir diese Frage gescheit beantworten kannst, bist du willkommen. Okay, ich stelle dir eine einzige Frage. Okay. Du redest jetzt gerade von Zweiten oder Dritten, Zweiten Weltkrieg redest du gerade, richtig? Ja. So. Du redest jetzt von Christen, Versklavung, etc. pp., richtig? Ja. Okay. Jetzt frage ich dich, okay, in den 6., 7. Jahrhundert, wer wurde damals extrem versklavt? Welches Land hat die Dunkelhäutigen in den 7. Jahrhundert richtig versklavt und kastriert? Welches Volk war das? Da weiß ich nicht. Ah, das weißt du nicht? Nein. Na, wie jetzt? Ich weiß das nicht. Ich weiß, dass... Geh mal in die Geschichte und dann wirst du Ägypten, Arabien, all diese Länder, die sind die größten Sklaventreiber, Sklavenhändler in der Geschichte. Schau's dir an. Okay, Bruder. Hör mal zu jetzt. Hör mal zu, eine Minute. Ja. 2022. Warum redet ihr über Sklaverei, wenn ihr nicht mal wisst, von wo Sklaverei herkommt? Nein, guck mal. 2022. Wie viele Brüder und Schwestern sind gestorben von Spritze? Welche Spritze? Ja, die von Corona genommen haben. Was hat das mit Sklaverei jetzt zu tun, Bruder? Ja, die haben das gemacht. Okay, aber was hat diese Spritze jetzt mit der Sklaverei zu tun? Ja, Mann, du hast das nicht gemacht und ich nicht, Karaman auch nicht. Karaman, bitte helf mir. Also ich auch nicht. Karaman, helf mir. In 1812. Ja. 1,7 Millionen in Kongo wurden getötet. Von wie? Von Belgien und Frankreich. Was seien die? Seien die Muslimen auch Katholiken? Ja, aber Bruder, du redest jetzt vom Spritze. Wir sind vom Sklaven, vom Spritze jetzt gewechselt. Ja, Mann, alles. Wie hat das gemacht? Muslimen? Wer war das in Jemen gewesen?
In Kongo, die Osmanien auch Millionen Kinder, warte mal bitte. Die Osmanien auch, die Türken, danke, die danke, haben 100 hab Jahre in der ganzen Welt gekämpft und alle Leute getötet. Ja, warte, Leute. Er redet von Kriege. Prophet Mohammed, wie viele Kriege hat er selber geführt? Kannst du mir viele sagen? Mohammed? Ja. Viele. Oh. Prophet Mohammed, wie viele Kriege hat er geführt? Das ist wie wenn du sagst, Kiremin Rasch. Ja, ja, ja. Bruder Flex, ein Bruder von mir hat hier geschrieben bei mir, dass er würde blockiert. Sein Name Baran Daud, 25. Baran Daud. Ich mache ihn frei, weiß ich nicht. Ich gucke Karaman. Ja. Genau, ja, bitte. Ja. Usch, du bist immer so leise. Ja, ich weiß nicht, wenn ich Handy nah habe, bin ich zu laut. Wenn ich es weg habe, bin ich zu leise. Keine Ahnung, ich muss anders Handy holen. Ja. Die erste Weltkriege würde durch den Islam bestanden. So kann ich sagen. Nein. Doch. Nein. Doch. Zwei doch. Studenten. Was haben die Moslemen, in Andalus zu tun gehabt? Was haben die Moslemen in Kosovo, Albanien zu tun gehabt? Zwei Kannst du mir Studenten sagen, was Hör wollten die? Hör mal gut zu, ja, bitte. Ja, ich höre zwei zu. Zwei Studenten. Bruder, hast du Koran gelesen? Hast du Ahadis gelesen? Hast du Scharia Nabawiya gelesen? Hast du Al-Sharia gelesen? Komm hier. Hast du das alles Bruder, du hast deine eigene, du hast Geschichte deines eigenen Landes nicht mal gelesen. Ja, mal komm hier. Was soll ich mit dir debattieren? Nein, ich komme aus Kurdistan. Ich komme aus Kurdistan, Rojava. Okay. Ciao, Nibashi. Ich bin wieder frei, wenn er schreiben möchte, nur dass du kalt bist. Was ist Spaß? Warelo, Herr Mali. Ich habe ehrlich sehr, sehr gute Flex. Ich habe sehr gute kosovo-albanische Freunde. Und der Bruder muss ich ehrlich sagen. Na, sind ganz ehrenhafter Volk, sind die, weißt du. Aber von Koran, mit Koran haben die null Ahnung. Von guck Islam guck mal, haben die auch null Ahnung. Wenn ich jetzt Mohammed höre, das ist wie Warakunam Rashu. So. Nein, aber noch was will ich dir sagen. Hör mal zu, Flix. Mohammed, was ist dein Spitzname? Meiste Kosovo-Albaner nehmen immer so Spitzname, Tony, Jimmy und solche Namen. Warum? Mein Name ist Mehdi. Mehdi, siehst du? Ja. So. Hey, Flix, hör mal zu, Bruder. Flix. Ja. Ich komme 7. Januar in Hannover. Gib mal die Flagge, ich komme in ganze Hannover. Ja. Mit die Flagge raus. Kein Problem, Bruder, keine Problem. Ich habe kein Problem damit. Ja, nee. Also Kosovo-Albaner sind ehrenhaftes Volk. Ich mag Kosovo-Albaner, aber muss ich sagen. Ich sage dir, Karaman, jetzt, ne? Kurden, die in Deutschland sein, ne? Die halten mehr zusammen als hier in Belgien. Du. Wallah. Gibt es solche und solche. Aber das ist nicht unser Thema. Ja. Okay. Ja. Danke. Dankeschön danke, von Dankeschön. Reden. Frohe Weihnachten. Und ich Frohe wünsche dir einen Flix. Und, ey, ich habe heute Morgen 2 Uhr gewartet, geschrieben. Flix, bitte, nimm mich feierst an. Feierst du auch Weihnachten, Mohammed? Feierst du auch Weihnachten? Ja. Ja, siehst du? Ja, warum nehmen die, hey, Flix, warum nehmen die Weihnachtshelden? Das ist Kosovo-Albaner, das ist kein Moslem, es ist Kosovo-Albaner. Warte, ich muss eine Frage Nein. stellen. Warte, ich mach mich kurz groß. Warte, Moment. Ja. Mohammed, kriegst du auch Weihnachtsgeld, Mohammed? Normal ja. Hier in Belgien nicht mehr. Aber du weißt schon, dass es Kufar ist. Ich weiß. Meine aber Geschwister, ich habe drei Brüder in Langenhagen, Hannover. Bruder, das ist, wenn das ein Moslem wäre, der hätte gesagt, Wallahi haram. Wallahi. Ey, lass diese. Ja, das habe ich schon mal erzählt. Weißt du, dass die Bruder? Wie viele Muslimen hast du, die arbeiten? Eine Frage, Mohammed, wirst du nicht sauer auf mich, Bruder? Ja.
Nein, Bruder, schwör mal bei Koran eine Frage, aber antwort zu mir richtig. Ja. Wie viel Mal Sapsarab hast du in deinem Leben gemacht? Nein, nie. Ja, aber schwör mal bei Koran. Ich schwör dir bei alles, was du willst. Dann bist du kein Original Kosovo-Albaner. Weißt du, ich bin Karaman. Ja. Ich bin, meine Mutter ist gestorben, es war 9 Jahre, wo die gestorben ist. Ja. Ne? Oh, mein Beileid. Ja, und meine Schwester hat mich groß. Und ich hatte keine Zeit für so, wir hatten so früher nicht gute Situation, so ja. Mit, wie heißt das, ökonomische. Ja. Und dann kommt diese Zeit, Krieg in Kosovo, du weißt doch. Ja. Ja. Du weißt. Aber für mich, ich habe viele Freunde Kurde, ich habe von Ghana. Ja, du hast auf meine Frage nicht geantwortet. Ha. Wie viel Mal Sapsarab hattest du deine Leben gehabt? Ich sag nicht. Nee, gar nichts. Nix. Schwör mal bei Koran. Ich schwör's dir. Auf ja, Koran. Dann bist, auf Koran. Ja. Okay, ich glaube es ja. Nee, ich glaube es ja, Bruder, ich glaube es ja. Ich muss dich nicht lügen. Du hast aber ich habe sehr gute Freunde gehabt, sagen, wenn ein Kosovo-Albaner kein Sapsarab macht, ist kein richtiger Albaner. Ja, mal guck mal, ich habe Freunde in Hannover, Kurde. Bei allem Respekt, wir machen Spaß, ne? Es waren keine kosovo-albanische Brüder irgendwie, sie das in Herz nehmen oder so. Ja, ich habe in Hannover. Beste Leute. Viele kurdische Freunde, ich habe von Ghana, ich habe von Marokko. Für mich ist kein Problem. Für mich Mensch ist Mensch. Ja. Okay. Ist ja auch richtig. Ja, richtig so. Mensch sollte ja auch Mensch bleiben. Dankeschön, dass du mich genommen. Schöne Grüße an alles Karaman, wie uns hört. Alles. Danke, Bruder. Wünsch ich Grüße an deine Familie. Dankeschön. Heide. Und nochmal mein Beileid nochmal, gern an deine Mutter. Mein Beileid. Dankeschön, Bruder. Ja. Dankeschön. Flexa. Ja. Eines an dich, Bruder Moi. Ja, Biso na Biso. Hast du gehört? Sprache. Biso na Biso. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Kennst du das nicht? Biso na Biso. Das ist so ein Spruch von Bruder zu Bruder. Okay. Kommt von den schwarzafrikanischen Völkern her, von den... wie sagt man, von Senegalesen her. Okay. Biso na Biso. Biso na Biso kenne ich nicht. Ist sehr bekannt. Es gibt eine Band, auch die so gesungen hat, Biso na Biso. Oh, keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich, kein Plan. Kein Plan. Die Biso kennt man eigentlich, ja. Keine Ahnung. Biso auf Kurdisch, Biso auf Kurdisch bedeutet der Dreckige, entschuldige, ne? Nein, wenn das ist Biso na Biso, heißt unter den Leuten, untereinander. Ja. Okay. Aus welchem Land kommst du, Marc? Kroatien. Kroatien. Ich kenne auch die kurdischen Leute sehr gut. Herr Bishi Brati. Herr Bishi Bremen. Kako si dobro? Jako dobro. Herr Bishi Bremen. Herr Bishi Bremen, ja. Okay. So, willst du dein Thema weitermachen, Flex, oder sollen wir? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich mich mal ein bisschen hinlege. Ja. Kein Problem. Also, ich habe heute schon tatsächlich 3 Stunden geschlafen, aber wenn ich jetzt nochmal 5 Stunden nochmal schlafe, das würde mir gut tun. Noch eins will ich sagen: Flex macht immer nur ganz normale Aufklärung. Keine Hetze, keine Faxen. Gar nichts Schlimmes, er zitiert nur aus den Schriften. Punkt. Fertig. Das hat gar nichts zu tun mit Hetze. Bist Und was der Karaman macht, auch.
Er zitiert aus den Schriften. Richtig. Ist ganz eine einfache Geschichte. Weil Hetzen ist ja was ganz anderes, das dürfen wir nicht vergessen. Hetzen ist ja, wenn wir jemand auf jemanden hetzen. Mittlerweile ist Hetzen schon mittlerweile so Trend geworden, dass die sagen, sobald du etwas aus einem Buch zitierst, das ist schon eine Hetze. Das ist keine Hetze. Bro, ne? Das sage ich auch. Wir müssen uns wirklich bescheidenmäßig zurückziehen, aber wenn wir aus den Schriften lesen, sagt man direkt sofort, ja, wir sind irgendwelche Hetzer. Okay. Schade, ja. Schade. Ja, ich finde das auch schade. Aber wie gesagt, das dürfen wir nicht ernst nehmen. Alles gut. Wir machen unser Ding. Du machst das nicht und du hast noch nie gegen jemanden gehetzt. Noch nie. Du hast noch nie gesagt, ja, der und der ist so und so und so. Oder diese Religion ist so und so und so. Ja. Du hast nur erzählt. Wir klären ganz normal auf, das war's. Also, Bruder, nein, du erzählst, Felix, mehr nicht. Herr Felix hat ganz normal erzählt und akzeptiert jede Meinung dazu. Aber der andere Typ, der war ganz sauer. Ich weiß nicht, was hat er im Kopf. Und doch, der hat keine Chance die anderen Leute gegeben. Felix, ich werde mich verabschieden. Ich habe eine Bitte an dich, ja. Bruder. Ja. Ja. Guck mal, dieser Mohammed, der jetzt gerade hier reinkommt, ne, der hatte so viel Liebe in sein Herzen, oder? Er hat gesagt, ich komme nach Hannover, ich gebe mir diese Flagge, was hinter Flex ist, ich gehe durch. Ja, aber Mohammed ist kein richtiger Moslem, Bra, hör mal auf. Warte, bitte. Ich habe nur einen Satz, Bruder. Schmeichel nicht rum jetzt. Nein, nicht schmeicheln, diese Art und Weise nicht, Bra. Ja, komm. Also Menschen, alle Gute, ich habe nicht behauptet, dass alle Moslem Terroristen sind, ja, das werde ich auch nie behaupten. Guck mal, er kommt hoch, er hat so viel Liebe und Herzlichkeit bei sich drinnen, ne? Ja. Anstatt du zu ihm sein Herz auf deine Seite gewinnst, sagst du zu ihm, hast du schon mal was geklaut? Bruder, lass mal diese Clown mauen, weißt ja, du? Ja, das war Spaßsache, Leute, hör mal auf, haben wir auch gesagt, dass wir Spaß machen. Bruder, hörst du, der hat es gemeint. Ja. Die Herzen, weißt du? Ja, danke, dass du mich beibringst, wie ich soll ich die Herzen von den Menschen gewinnen, danke. Er hat dir noch mehr beibringen, ja, Bruder Fleck, kennst du mal Barandaut 25, den Block mal aufheben? Hab ich den schon. Block. Hast du schon? Also, ja, okay, dann sag ihm mal Bescheid. Hat man mich aber nicht gehört. Okay, dann sag ihm mal Bescheid. Ja. Danke, war sehr schöner Livestream. Schönen Abend wünsche ich euch. Und fröhliche Weihnachten noch. Danke. Ey, Mohammed, Bruder, jetzt, wenn du hier bist, Bruder, ich lade dich ein, ich gebe dir diese Flagge, Bruder. Alles, ich der hat mir noch nie vergessen. Aber ey, jetzt ohne Spaß, Alexa. Leute, ohne Spaß. Ey, dieser Junge hatte doch so viel Menschlichkeit in sich drin, oder? Ey, ich schwör, Karaman ist der Beste. Bruder, das hat mich aufgeregt. Er sagt, ich komme nach Hannover, ich trage die Flagge. Karaman sagt, Tim, hast du schon mal was geklaut? Und jetzt hat er die ganze Geschichte nochmal erklärt. Ich schwöre bei Gott, der ist nicht normal. Karaman, ich küsse dein Herz, Karaman. Hey, aber du kannst sein Herz küssen, aber nicht klauen. Der Arme hat so viel Liebe in sich drin, so viel Herzlichkeit, so viel Menschlichkeit. Er sagt, ich trage deine Fahne, aber Karaman sagt ihm, aber du hast was geklaut. Ach Leute, das ist doch schön, dass wir jetzt alle noch zum Flexer. Flexer. Ja. Biso na Biso und ich bin froh, wenn der Mensa Retter kommt. Ja.
Weil der Mensa weiß, von was ich rede. Und hundertprozentig kommt der bald retour und er ist wirklich brutal. Er ist im Januar wieder da. Ja, Mensa ist ja Januar wieder da. Bruder? Ja, und er ist bald da und ich warte auf ihn, weil der Typ ist brutal. Ja, Mensa ist. Denk, Bruder, guck mal, dieser Account hier, ne? Den gebe ich jetzt gleich wieder zurück. Mein anderer Account, die haben jetzt geschafft, das freizuschalten. In 2 Stunden ist er frei. Okay. Leute, dieser Account gehört ein Mädchen, die hat nichts mit Religion, Nation oder irgendwas zu tun. Ne? Lasst sie in Ruhe. Wenn ihr haten wollt, ihr könnt mich folgen, Verrückter, ganz normal. Ihr könnt dann eure Beleidigung dann mir schicken. Lasst dann das Mädchen bitte in Ruhe. Von uns nervt niemand, auch irgendjemanden. Kannst du mich kurz rausschmeißen, nochmal reinholen? Ich will mal kurz was testen, ob er mich mit dem anderen Handy besser hört. Nur kurz als Test, okay. Schlussmann. Okay. Also Flex, Bruder Hess, habe ich dir gefolgt, wenn du das zurücknehmen würdest, das wäre sehr nett, wenn nicht auch, ist es nicht schlimm, weil ich habe viel Respekt vor dich und alle Leute, die da drinnen sind und wünsche ich ihnen alles Gute und nochmal frohes Weihnachten. Frohe Weihnachten dir auch, Bruder Herz. Gottes Segen. Wow. Schönen Abend noch. Tschüss, Bruder. Ja, vielen Dank. Bei Karaman ist so, wenn er redet, alle ruhig sein. Wehe, einer redet rein. Ne? Alle ruhig sein. Ruhig. Ja, ganz ist das ruhig. Jetzt absolut. Bruder, mir ist nur wichtig. Bruder, mir ist nur eine Sache wichtig. Wenn vernünftige Menschen hier reinkommen mit Menschlichkeit, lass mal Religion zur Seite, die Menschlichkeit in sich haben und sagen, ich trage deine Flagge und sagen, die akzeptieren jede Hautfarbe und zu dir sagen, frohe Weihnachten, diese Menschen braucht man nicht so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Das ist mir nur wichtig, verstehst du? Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ist so. Ja. Ich sage aber nicht. Jetzt hört man ein bisschen besser. Hallo? Ist das besser wie vorher? Wir hören dich gut. Okay, gut, dann werde ich das Handy in Zukunft benutzen, nicht das andere. Das andere war besser. Nein, das ist nur besser. Nur zum Schluss, mein Wort, nur mein Wort. Und das ist das, was auch der Mensa sagen würde. Sehr gute gläubige Christen, wir sollen uns nicht konzentrieren auf die anderen, sondern nur auf das Wort von Jesus. Mhm. Das heißt, Frieden stiften und was du machst, Flex, ist sehr eine gute Sache. Für die Minderheit einstehen. Sehr, sehr gut. Das nennt man gesunde Frucht. Du musst dir eine gesunde Frucht tragen. Du musst dir versuchen, auch andere diese Nachricht zu verkünden. Weil wenn du das nicht machst, schlecht. Ja. Ich mache mit all around. Mein Bruder Mensa, der predigt nur das Evangelium, okay, und redet über das Evangelium. Nur. Ich bin aber einer, ich mache ein all around. Ich mache Remix. Ich spreche über das Evangelium. Nein, Bruder, ich auch. Und ich sag dir halt, heute und sage dir, Biso na Biso, und du kennst das nicht? Nein, kenne ich nicht. Es ist eine afrikanische Lehre, die sehr, sehr groß ist. Mhm. Ich werde es mal... Sehr, sehr... Frag mal, tu mal hinterfragen und genauso, okay. Wie du dich für die... Leute, wartet, ist jemand im Haus? Ganz kurz. Oha. Nein, mein, hier bleibt keiner im Islam. Der Dari ist gekommen, der ist Muslime, der hat den Islam ins Dreck gezogen. Er hat gesagt, der Islam ist so, obwohl er selber... Verrückter, warte mal kurz. Hol deine Baumaschine, Bruder. Hab ich schon.
Okay. Okay. Okay, alles gut, passt. Es war gerade echt ein bisschen komisch, bin ich ganz ehrlich. Das war gerade. Was ist passiert? Bist du sicher, dass da keiner ist? Was anderes, alles gut. Gott sei Dank. Nochmal was? Flexer. Nee, nee, alles gut. Aber das war gerade nicht so. Hat nicht sonst wenn nicht das ist, nur. Wenn nicht das ist, ich bin auch da, ja? Ja, ich komme von der Schweiz gut, schnell zu dir. Gut. Ich komme schnell von der Schweiz alles zu dir gut. Auch. Kein Thema. Ich küsse dein Herz, Bruder. Brauchst dir keine Sorgen machen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Was hast denn du da? Ich glaube, du bist, ich komme schnell zu dir. Das ist das, was Karaman auch anhatte. Ah, okay. This. Ja, PG. Naja. Leute, macht euch keine Sorgen. Ich bin immer gut gewappnet. Alles gut. Ich küsse doch eure Herzen. Nein, trotzdem, ich sag dir nur, ich bin da für dich. Kein Thema, Bruder. Ja, alles gut. Mario, wenn ich, Marco, wenn irgendwas ist, glaub mir, ich sag dir Bescheid. Darum sag ich dir auch, Biso na biso. Also, dass ich das Wort nicht kenne, das ist mir echt neu, Mann. Nein, geh jetzt googeln und sag biso na biso und dann siehst du, was es ist. Leute, etwas macht mich ein bisschen unruhig. Ich würde den Stream beenden. Ich will kurz mal alles abchecken, weil ich habe nur hier unten geschaut, ich war noch nicht oben. Okay. Mach das, aber dann schreib mir wegen dem biso na biso, Bro. Ja, werde ich machen. Das ist heftig. Ja. Also, dass Leute, du das nicht gekannt hast. Heftig. Bleib live. Soll ich live bleiben? Also, ja, oder bleib live. Bleib. Aber die müssen alle kurz ruhig sein. Okay. Alle müssen kurz ruhig sein. Alle stumm, okay. Wenn's... Alles klar. Okay. Aber 100% ruhig sein. Bruder, keiner kann dir was. Du bist Blade, Bruder. Du bist Blade. Keiner kann dir was. Du bist noch auf stumm, Bruder. So, hört man mich jetzt? Ja. Ja. Ja, ich könnte hier im kompletten Haus eigentlich eine Kamera anbauen, ganz ehrlich bin. Aber es geht eigentlich. Eigentlich ist es komplett sicher, deswegen. Aber trotzdem, man sollte schon immer gucken. Man weiß nie, Bruder. Ja, ja, aber alles gut. Ich bin sowieso immer sehr vorsichtig, aber trotzdem, bei sowas... Deswegen werde ich mich wahrscheinlich auch definitiv. Ja,
Du bist nee, da aber vorsichtig, ganz ehrlich, definitiv. Ja, mach ich. Werde es wahrscheinlich auch demnächst machen. Einfach mal in Kameras vielleicht mal einbauen oder so. Schau, ja, eine Frage. Flexa, kommst ja, du mal zu mir auf Zürich? Morgen? Nein, nein, kommst du mal zu mir auf Zürich? Morgen, meinst du? Oder meinst du, ich soll zu mir mal? Mal, irgendwann genau, mal. Genau, unabhängig, kommst du mal auf Zürich? Gerne, gerne. Wir sind ja nicht so weit weg, wir sind ja nicht so weit entfernt. Ja, wo lebst du in Deutschland? Bruder, das schreibe ich dir. Ich bin überall. Nein, nein, ich schreibe nur, also ich bin da, das Profil, wo du siehst, das bin ich und fertig. Ja, ich glaube, ich schreibe dir, ich schreibe dir. Es wäre cool, wenn du mal da in Schweiz kommen willst, gibt es einen guten Chai. Boah. Und der Chai ist richtig so nice kroatisch, aber plus, ich zwinge dich dazu, dass du die Schade aussprichst. Um Himmels Willen. Niemals. Um Himmels Willen. Alles gut. Aber Leute, jetzt langsam. Ich hab was. Guck mal, Leute. Fuck. Geil, oder? Leute, geil. Das. Ja. Ja, Leute, dann machen wir mal eine kleine Pause hier. Und eine Sache möchte ich aber sagen, bevor ich offline gehe. Leute, Gottes Hand ist über euch, ja. Möge der Herr Jesus Christus euch überall, wo ihr hingeht, folgen und beschützen. Und ich wünsche euch wirklich alle eine wundervolle Nacht. Ja. Und ja, Leute, bleibt in der Liebe, ne? Und ich küsse eure Herzen. Und ja, vielleicht streame ich morgen, ich bin mir ganz unsicher, ne? Ich mache eventuell eine aber kleine. Aber nur davor musst du wissen, wer und was, um was es geht, wenn es heißt ein bisschen und bisschen. Werde ich machen. Träumen davon heute von bisschen und bisschen. Ja. Träumen von bisschen und bisschen. Also Leute, genug Gott jetzt. An alle. Gottes, ja, genau, Segen. Gottes Segen an alle. Bis eure Herzen. Bis später. Vielleicht, eventuell, ich weiß nicht. Okay, Leute, also. Ciao, ciao. Gottes Segen.